Ja, es ist natürlich klar, unsere Fans, die eigentlich zu den Besten, wenn nicht zum Allerbesten der Liga gehören, sind natürlich enttäuscht, dass wir im Moment tabellarisch nicht gerade ganz vorne stehen. Aber ich denke, wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, auch für die Zukunft gut dazustehen. Wir, die Spielerinnen vom 1. FC Turbine Potsdam, wünschen euch Fans alles, alles Gute, fröhliche Weihnachten und einen super guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Liebe Fans, auch ich wünsche euch frohe Weihnachten, eine angenehme Pause und hoffe, dass ihr dann auch in der Rückrunde wieder für uns da seid und uns schön unterstützt. Ich wünsche allen trotz dieser Niederlage und der Situation ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, wir können ein bisschen mehr dazu beitragen, dass das Jahr 2016 erfolgreich wird und wir weiter nach vorne gucken.